Die zweite 3, 2, 1. Herzlich willkommen zurück auf den Kanal. Wir drehen heute ein LPU. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine, sondern mit dem lieben Maurice. Was geht? Willst du dich vorstellen, Maurice? Ja, wie gesagt, ich bin Maurice, bin 22, komme aus Ingolstadt. Und was sind deine Hobbys? Kennst du das schon in Schule oder Uni? Immer neuer Kurs, jeder kennt sich. Ja, aber du hast einen neuen Dozenten. Erstmal die, ja, so, ja, stellt euch schon mal vor gegenseitig. Ein krasser Kiko-Head da, Maurice. Wenn ihr Fragen habt in Deutschland, fragt Maurice, nicht mich. Und ja, was machen wir? Das LPU. Unboxing auch noch. Unboxing, also viele Teile habe ich extra noch nicht gezeigt oder ausgepackt. Ich konnte mich zurückhalten. Kennst du das? Kennt ich nicht. Schwer. Kennt aber ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du jetzt so offiziell YouTuber bist. Ja. Weil sonst, wer macht das? Ein Paket kommt an, du willst es anprobieren. Und ganz wichtig, wir zeigen am Ende noch exklusiv so ein Showcase von den Yara-T-Shirts. Die haben wir auch schon an, obviously. Und sagen dazu auch noch ein bisschen was. Das ist, glaube ich, auch Premiere auf dem Kanal. Ja. Also, dass ich wirklich über, oder wir, über Yara-Pieces sprechen. Und ja, let's go. Genau, hier auch schon zu meinem ersten LPU. Kiko natürlich 04. Also SS18, das ist das Charrier-Shirt in der langärmeligen Version. In grau-pink, sage ich mal. Das ist ein Hemd, wie gesagt, hier. Schnitt sehr cool mit so Batwing-Ärmeln. Lange, bisschen breitere Ärmel mit den Cobra-Snaps und dem, mit dieser Closure hier, Stehkragen. Und hinten so einen leichten Crop. Ja, ultra nices Piece. Du weißt ja, ich will auch unbedingt mal ein 04-Piece haben von Kiko. Ja. Einfach für die Kollektion. Und ja, man sieht schon wieder, dass Pattern-Making ist halt auf einem anderen Level bei Kiko. Haben wir auch schon im Kiko-Video gesagt. Und ein sehr, sehr stabiles erstes LPU, um das Video zu starten, sag ich mal. Safe. Dann zu meinem ersten LPU. Natürlich auch ein Kiko-Piece wie sonst. Ist wieder ein Piece von 07, also vom Fallwinter 19. Das ist die Doris Bag aus Leder. Der Name stammt wieder von dem Film Midnight Lace. Das ist die Schauspielerin Doris Day. Also ist halt Protagonistin des Films. Also warum habe ich die gekauft? Erstens habe ich einen super guten Deal bekommen für die von einem sehr nicen Dude, der auch viel Kiko collected aus Berlin. Also Shoutout. Und ich wollte die schon echt lange, aber immer die Leder-Variante. Ja. Das Leder ist auch super nice. Das ist Rindleder, ja, genau wie die Irene. Bovine, genau. Sehr nice. Und ich wollte es aber eigentlich wegen der Haarfarbe. Ja. Weil alle anderen haben eigentlich schwarze Haare. Und die hat die blonden Haare. Und die blonden Haare stechen so heraus. Kann man auch absippen. Genau. Wichtiges Detail, du kannst sie absippen und dann halt einfach daily tragen. Ja. Aber ich finde es halt besonders super nice. Tragbar. Super tragbar ohne die Haare. Ja. Aber super unique mit und ich finde es sehr nice zum Stylen. Safe. Sag ich mal, unter einer Jacke. Ja. Das ist nur so die Haare oder ein Teil. An der Seite, genau. Das ist halt super interessant und ist sehr geil. Okay, zu meinem zweiten LPU, auch 07. Ist die Lens Trouser. Genau. Ihr habt die vielleicht schon bei Leo gesehen im Kiko-Video, er hat die ja auch. Aber ich wollte die jetzt auch nochmal vorstellen, weil ich habe die nämlich auch von einem Weilchen gekauft. Und ja, super unique Hose, krasses Pattern, cropped Schnitt, also ein bisschen ungewöhnlicher wie das, was aktuell so im Trend ist, sage ich mal. Eigentlich gar nicht Meter. Ja. Gar nicht. Ja, ist halt so ein bisschen inspiriert an so 60er Damenmode, sage ich mal. Also kommt ja auch von Irene Lenz, der Kostümbildnerin, die ja auch Hauptinspo war für die Season. Mhm. Und auch sehr, zu der Zeit sehr bekannt, ja, war. Ja, sehr einflussreich, genau. Und hat halt unten noch hier so Snap-Buttons, kann man so die Shape ein bisschen verstellen. Aber, Richtung Ballon-Shape. Genau, aber sonst einfach krankes Pattern hier, dieser versetzte Gurkha-Hosenbund, sag ich mal. Ich habe es das erste Mal tatsächlich bei dir im Magella-Store gesehen, als wir uns getroffen haben. Und ja, also in Real Life, man sieht ja kaum Pieces, mal in Real Life, klar auf Insta etc. schon. Und dann hast du mir gesagt, dass Alvin, das ist nur damit ihr es wisst, ein Dude aus dem Kiko-Discord, gerade meine Size verkauft für einen recht guten Preis. Ja. Dann habe ich zugestimmt, so sage ich ehrlich. Ja, geil. Ich finde halt so eine Hose, die meisten finden es wahrscheinlich weird, aber ich habe auch gesehen, zum Beispiel bei meinem Bild, das hast du ja auch so gemacht, dass voll viele den Fit übel gefühlt haben, obwohl die Hose eigentlich mal nicht dieser typische lange, einfach stackende Vibe ist, sage ich mal so, sondern was anderes. Und es zeigt halt, dass du auch deinen Personal Style, wenn du ihn wirklich verkörperst, gut rüberbringen kannst, dass die Leute trotzdem cool ist und die Resonanz cool ist.
So ohne, dass du immer, sag ich mal, nur dem nachhörst, was gerade on vogue ist oder Meta. So. Und Leute feiern sich auch manchmal, wenn es so ein bisschen different ist. Und wir auf jeden Fall. Aber das ist auch wieder der Fall. Nicht zu sein, nur weil was... Ja, stimmt. Dass man sagt, oh nee, ist jetzt kacke, weil Mainstream. Aber ich finde es auch geil, einfach einen Kleiderschrank aufzubauen, wo du versatile bist. Also nicht, dass du einfach nur Stackendosen hast. Ja, und du hast, das ist bei mir auch so. Shorts, du hast eine Crop. Dreiviertelhose oder 7/8. Du hast halt mehrere Varianten, du kannst es verstellen. Das ist halt super, super clean. Ja. Dann bist du halt viel mehr versatile in deinem eigenen Style. Genau. So ein Piece, wo ich super happy bin, dass ich es endlich habe, das ist so eins meiner Kiko Grails gewesen. Allseits bekannte Nolan Parker. Die Referenz ist von Kenneth Nolan. Das war ein Pilot von der US-Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und ich finde, allein die Referenz, wenn man so ein bisschen kennt, spiegelt sich extrem im Pattern-Making, sowie auch im Design, in der Materialauswahl wieder. So ein Schnitt, meine ich, habe ich noch nie gesehen. Ja, super unique. Das ganz Besondere ist halt auch, wie du sie tragen kannst. Das müssen wir auf jeden Fall einblenden. Du kannst halt auch deine Arme da durchstecken. Und ich finde, es sieht schon aus wie so eine Parachute-Jacke, aber ich sag mal, es gibt ja so viele Parachute-Takes von Isimiyake bis zu Rev etc. Aber das ist nochmal so ein ganz eigener Take von Kiko. Ja. Falls es manchen Leuten jetzt auffällt, weil ich den gerade halt auch dieses, da kommt sozusagen die Auswahl für das Video, was ich heute trage. Jetzt zeige ich ja noch Full Fits. Und das ist die Bindra und das ist halt so mein Lieblingsset von Kiko of all time. Another one. Another Kiko Piece. Genau, nächstes Kiko LFU von mir. Der Ria Knit aus 014. Also quasi die vergangene Sommerseason. In lila. Genau, super schönes Piece. War so direkt der, als ich es beim Runway gesehen habe, direkt mein Favorite Piece. Also auf den ersten Blick wusste ich direkt, dass ich den brauche. Und dann ein Jahr später habe ich mir den dann im Sale geholt. Nee, ich fand es eigentlich nicht so, hat nicht so gecatcht das Piece, aber jetzt in echt finde ich die Farbe super schön. Ja. Du liebst ja lila, safe. Gemeint. Ich auch. Es wird auch viel noch da kommen in Richtung. Zwar ein anderes Lila, aber. Ja. Nices Piece in echt. Wo geht man dich? Ich hole ihn mal raus. Ist hier eigentlich auch gerade Unboxing auch für dich. Ja, ich sehe ihn zum ersten Mal. Ja. Ich kenne halt den Blazer von Andrew, sag ich mal, von dem Pop-Up. Ja. Aber ja, das ist der. Das ist der Via Ventilation Trenchcoat. Ah, der gefällt mir jetzt schon. Genau, sehr, sag ich mal, big. Auch so die... Richtiger Batman-Coat. Ja, ultra. Sehr lang, sehr, sehr heavy. 3,5 Kilo oder so wiegt das Paket oder hat das Paket gewogen. Das Back Detail. Wichtige Detail. Mit diesen Ventilation. Vents hier hinten. Genau. Geiles Fabric. Für ist auch Viskose, ne? Das ist Viskose Elastan, genau. Genau. Passend zum Code ist hier die Ria Ventilation Pants aus Leder. Man sieht auch schon hinten das gleiche Vents. Mal Detail. Eigentlich habe ich die gar nicht auf dem Schirm gehabt oder wollte die nicht kaufen, weil ich schon so viele Lederhosen habe. Also ich habe ja die Lederhose, dann noch natürlich die Irene, ist natürlich ganz anderes Leder. Ja. Und noch die Gav von Rick. Deswegen eigentlich genug Lederhosen. Und ja, Essence Sales Season war zu gut und ich habe wieder mal ein bisschen was gedribbelt. Was ich noch sagen kann, ist wieder so, warum ich auch echt happy bin, eigentlich die bekommen zu haben, ist, dass sie sich trotz des gleichen Materials, also Leder, doch sehr unterscheidet vom Schnitt, weil wie gesagt, die Gav kann ich halt nur stylen mit gewissen Schuhen, weil die so lang ist, sonst schleifst du durch die ganze Stadt. Ja. Ich finde, die Yera hat nochmal einen ganz eigenen Take, auch mit den, sag ich mal, Einsätzen, den anderen Reverse-Leder-Einsätzen und diesen, sag ich mal, vorgebogenen Knien. Und ja, die Irene aus diesem Rindleder ist halt, hat eine ganz andere Struktur wieder und ich mag die Länge sehr, sehr gern. Yo, das ist jetzt sozusagen das erste Piece der Current Season, Fall Winter 23 von Kiko, 015. Und das ist die Remus Hooded Jacket, sehr cropped. Material ist Cord, insane Farbe und ich bin sehr gespannt, wie die optisch an mir ausschaut, weil die schon sehr cropped. Mit der Hose, wie heißt die gute Hose? Das ist die Megara Trouser. Und Megara ist die Frau von Herakles. Genau.
Den kennt ihr wahrscheinlich alle oder zumindest Herkules, die lateinische Variante oder römische Variante von Herakles. Und ja, sie ist auch die Tochter von König Kreon. Kreon, auch kranker Name, ist ja auch ein Ja. kranker Name gewesen für Kiko. Kreon von Theben. Kreon Genau. von Theben, ein krasser König aus der Antike. Bisschen Education hier, Ja. Geschichtsstunde. Und jetzt noch zum letzten Piece, was man auf jeden Fall nicht im Sale schießen kann, weil das ist Ja. wahrscheinlich das beliebteste Piece der Season. Solo Crossbody Bag. Willst du vielleicht wieder was sagen zur Referenz? Ja, Zum also Namen? du hast es gerade schon gesagt, Solo Crossbody Bag, Solo wie gesagt, aber die Referenz ist eigentlich von Solon. Das ist ein athenischer Staatsmann und Lyriker gewesen aus der Antike. Sehr wild. Ja, das war üblich, dass Staatsmänner oder heute wird man es Politiker vielleicht auch nennen, Ja. sehr viele Schriften verfasst haben, aber auch lyrisch, poetisch einen Touch hat. Dass so beim Verschluss hier oben eigentlich, der mir so richtige Old Prada-Vibe gibt, was ich auch sehr nice finde, vielleicht echt nicht viel durchkriegst. Du meintest vorher einen Ja, Apfel vielleicht ein beim One Apfel oder Take, so. wo wir gedreht haben. Aber deswegen hast du noch dieses Zip-Detail hier an der Seite. Da ist dann das Hauptfach Ja, und da mäßig. kriegst du dann echt viel rein, weil da, ich glaube, da geht schon gut was rein Ja. und ich finde die Farbe echt nice, könnte auch super cool im Set Ja, kommen. safe. Yes, das war doch das letzte Kiko-Piece. Genau. Zeigen wir nicht nur Kiko, weil sonst wird es langsam irgendwann auch zu eintönig. Ist von Enrage, so eine polnische Insta-Brand, sag ich mal. Never heard of it. Ja, ist auch wirklich gar nicht bekannt. Ist eigentlich ein weißes T-Shirt, kann man nicht so viel drüber sagen. Ist super leicht vom Stoff, also wirklich sehr, sehr dünn. Mir ein bisschen zu dünn, Ja, persönlich. ist schon wirklich sehr, sehr dünn. Es hat so einen super weiten Ausschnitt. Sehr leicht, wie gesagt, und float dadurch auch so ein bisschen speziell, ein bisschen cropped, leicht boxy, aber fällt halt, wie gesagt, durch den Stoff. Anders als die Blanks, die man so kennt. Genau. Also für mich aktuell eigentlich so mein Favorite Basic Shirt, aber Statement. vielleicht kommt da in Zukunft noch was Besseres. Wer weiß. Wer weiß. So, und auch schon zu meinem letzten LPU. Ja, kann ich auch nicht so ganz viel dazu sagen. Es ist halt ein Vintage-Hemd. Vielleicht kurze Story dazu, habe ich bei Retro Area gekauft in Augsburg. Shoutout an Retro Area. Genau, kenne ich von Felix, also Felix Ort. Ja, waren wir drin. Dann waren wir schon am Rausgehen, habe ich die Farbe gespottet an der Kleiderstange. Super schön. Super nice, die Ja, Farbe. so Sehr vom schön. Fabric auch so ein bisschen so shiny. Gibt mir leichte Haider-Vibes, sag ich jetzt mal. Mich angegriffen fühlen an die Oder Haider-Boys. Saint Laurent, Vaccarello. Genau, mit der Embroidery hier. Nur vom Schnitt nicht. Schnitt eher Genau. schon sehr Ist schon ein rot. bisschen big, sag ich mal. Aber Also, ich welche hätte es Size auf jeden ist Fall. das? Ist eine M. Dann Aber ist groß. es wird auf jeden Fall relativ So groß. à la Yoji. Genau. Wie hast du gezahlt? 20, also. Da will mal jemand sagen, wir zeigen nur Designer-Shits. Ronaldo. Ist dieser Gewichtheber-Belt von Ja. Balenciaga. Das ist gar kein Belt mehr wirklich, Ja, sondern. Styling-Accessoire eigentlich. Ja, So ein so Prop so würde ein ich es auch bisschen. nennen. Ist von der Matt-Season. Sehr kontroverse Season im Nachhinein. Story dazu: Ich habe erst 95 bestellt. Der war dann aber viel zu klein. Da konnte ich den nur das erste Loch benutzen und sieht der Kacke aus. Und jetzt habe ich die Nummer größer. Dann geht es direkt von 95 cm auf 120, was ich auch Ja. Schwachsinn finde. Und da kann ich nur das letzte Loch zumachen. Und ich überlege jetzt, zu einem guten Schuster zu gehen und noch Ja, ein noch ein Loch dazu. gleiches Loch zu machen. Also gleicher Ja. Abstand, gleiche Größe. Danach haben die mir einfach die 120 bestellt, aber es kam mit 85 aus Mailand. Vielleicht ist es doch kein Gewichtheberbelt, denn wie wahrscheinlich viele wissen, ist Demna sehr inspired von Martha Margiela und es gibt von der Fall Winter 1996 einen Belt, der heißt Obi Belt. Der wurde da in der Season gestylt mit so einem Oversized Bullcoat so drüber. Also sieht Ja, super nice aus. So. cooles Das Piece. ist auch schwer. Ultra heavy. Wirklich. Aber das finde ich wirklich ein bisschen cheap. Ja, also Retail-Preise sind Ja, mittlerweile bei Balenciaga ist ein bisschen echt gottlos. sus. Okay, jetzt sind wir am Schluss angekommen. Jetzt zur Preview, zur Premiere von den Yara-Produkten. Das sind unsere ersten Tees. Kurz zur Inspo oder was die Gedanken dahinter waren, ist auf jeden Fall ein T-Shirt zu machen mit dem perfekten Schnitt, so wie ich ihn wollte. Und ich wollte unbedingt coole Grafiken haben, weil mittlerweile ist mein Kleiderschrank ohne Grafiken, ohne Prints, Same, komplett.
So, und das nervt halt, weil man will es auch haben. Und dann habe ich gleich gedacht, was ist so noch das Coolste, was ich noch ansatzweise trage, sind halt Vintage-Tees. Mhm. Also die meisten kriegen es einfach nicht hin, ein Vintage-Tee echt wirken zu lassen, ja, was nicht Vintage ist. Ja. Da war mir erstmal wichtig, einen Wash hinzukriegen, der wirklich, sag ich mal, real ausschaut, wie die meisten Vintage-Tees. Wir haben hier eine leichte Enzymwaschung, ja, und einen Digitaldruck, also kein, mhm, Siebdruck. Wieso? Ist eine modernere Form, aber eigentlich nur, weil das ein bisschen besser crackt. Dadurch auch die Grafik wirklich Vintage ausschaut. Weil es wäre irgendwie weird, wenn die Enzymwaschung so wirklich einen Vintage-Look, einen Fade geben würde in der Waschung, aber der Print so super neu ist. Ja. Das Zweitwichtigste war, was mich halt auch bei Vintage-Tees manchmal stört, sind die Schnitte. Die müsstest du meistens ändern, weil entweder sind sie zu lang, vielleicht zu oversized oder auch zu eng. Also irgendwie passt es immer nicht. Und das war dann sozusagen die Challenge, das zu machen. Ich wollte halt unbedingt Graphics drauf haben. Man hat auch einfach alles schon mal gesehen. So, ich weiß jetzt bei den Girls in diese Loewe, Tanktops innen, aber auch dieses ganze Monogramm oder irgendwelche Overloads, ist halt nicht mehr mein Take. Das sieht alles so mittlerweile so nach einer Sache aus. Und da wollte ich mich klar unterscheiden, anders sein als dieses generische Streetwear. Und deswegen sind wir darauf gekommen, hier so mehrere Takes zu machen. Also es hat eine ganz eigene Storyline, die T-Shirts. Sollte eigentlich darstellen, was ich halt fühle persönlich. Dieser Overload mich abfuckt und das ist irgendwie alles so bad, das ist so, ja, austauschbar. Und deswegen auch die Message. Aber sie kommt halt auch von dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Virgil hat ja auch mal gesagt, Streetwear's dead. War damals auch lustig. Krasse Diskussion. Und da war dann das Ding, wie kann ich auch ein Tee schaffen, wo du, sag ich mal, dein Logo oder deinen Namen integrierst, ja, ohne dass es corny ist. Ja. Und das ist super wir, gut gelöst. Genau, und da, ja, sind wir halt auf konkrete Poesie gekommen. Das ist ein Stil, typografischer Stil, der vom Künstler eigentlich kommt, also gar nicht vom Grafikdesign oder von Typografie, sondern eher von einer ganz anderen Richtung, die damals aus Buchstaben, Formen, ja, kreiert haben und was halt eine Aussage trifft von einem Wort. Das ist sozusagen so der Take. Und ja, zweite Referenz ist halt Toy Story, weil es einfach Toy Story ausschaut. Also es sollte auch kein Totenkopf sein, weil wir haben auch schon den zehnten Totenkopf gesehen. Deswegen wollten wir eine Totenkopfform schaffen, die wirklich Jera, sag ich mal, represented. Ja, da haben wir einen Spruch gewählt. Kannst du ja mal sagen, was du zu einem Spruch, wie du den fandest, als du ihn erstmal gelesen hast? Ich weiß noch damals, dass du es mir erzählt hast, war ich schon so, es hat kurz gebraucht. Aber ich hab's dann gecheckt. Ich glaube bei vielen. Ja, stimmt. Vielleicht, wenn manche Leute auch gar nicht so genau wissen oder einfach noch nicht damit konfrontiert wurden, was ein Nihilist ist oder was so das Gedankenkonzept, sag ich mal, dahinter so ein bisschen ist. Aber dann, wenn man es einmal checkt, dann merkt man relativ schnell, dass es so ein bisschen so ein widersprüchlicher Satz ist oder so selbstironisch. Und natürlich passt es auch wieder in die ganze Storyline rein mit Nietzsche. Genau, weil Nietzsche ist so der bekannteste Nihilist, würde ich sagen. Ja. Von der Bewegung und hat ja auch gesagt, Gott ist tot, Gott ist dead. Wäre nicht Jera, sag ich mal, wenn wir nicht ein ganzes Storytelling machen würden mit den Referenzen. Also Vintage Tees, ja, und, sag ich mal, diese ganze nihilistische Richtung vereint. Schrei von Edvard Munch, das ganz, ja, bekannte expressionistische Gemälde. Aber auch, wenn man genau guckt, hier in unserer Schrift wieder, Super Unknown, ist ein Album von Soundgarden, ja, und ich wollte schon immer ein ganz spezifisches T-Shirt, Vintage-T-Shirt von Soundgarden haben, und das ist das Black Hole Sun von 1994. Ja. Das war mir einfach immer zu teuer. Ja, da haben wir diesen Take gemacht und sozusagen die Person ausgetauscht. Wir können euch auch das Original mal einblenden. Natürlich alles verpixelt, dass es passend stilistisch zu den anderen, ja, ist. Und ich glaube, daraus ist so das uniqueste Tee entstanden. Edvard Munch hat halt eben auch, und das ist ein seltenes Porträt, sag ich mal, Nietzsche porträtiert, ja, im, sag ich mal, expressionistischen, ja, Stil. Deswegen auch sehr ähnlich von der Farbgebung wie jetzt der Schrei. Und deswegen ist es dann auch wieder, genau, glaube ich, ganz passend. Also das Super Unknown von Soundgarden auch schon vom Schrei inspiriert war. Ja, auf 100%, jeden Fall. Weil die Originalgrafik sieht auch sehr ähnlich aus. Ich meine, wir müssen so sagen, das ist so ein Gemälde, was so bekannt ist, es gibt sogar einen eigenen Emoji. Ja. Oder Scream, ja, ja, Horrorfilm. Vielleicht noch ganz kurz zum Schnitt. Bisschen cropped,
aber nicht genau. Zu cropped. Wir haben es auch getestet beim Pop-Up, es ist ein sehr universeller Schnitt. Kleinen Leuten, großen Leuten, es ist auf jeden Fall nicht so oversized, ich glaube, das ist ein bisschen over. Ja. Und der Kragen war mir super wichtig. Auch nicht dieser hochgeschlossene über den. Auch nicht so super eng, sondern so... Einfach angenehm. Ja. Und ja, das war's eigentlich dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace. Peace, peace.